Hallo und herzlich willkommen hier bei The Darkness 2. Ein Spiel, was sehr viele sagen, dass es gut ist, von der Story wenigstens. Und ja, es ist der zweite Teil. Der erste Teil ist, glaube ich, konsolenexklusiv. PS3 und Xbox. Und ja, aber das soll uns nicht weiter stören, denn ich habe mich schon mal... Hab schon mal reingeschaut, um zu gucken, wie das mit der Steuerung so ist. Und es ist okay. Von der Steuerung her. Deswegen fangen wir ein neues Spiel an. Und hier sind die Schwierigkeitsstufen und erzähl mal eine Geschichte. Das passt am ehesten zu meinem Vorhaben. Und die Helligkeit habe ich ein bisschen heller als sonst drin. Für euch, damit es vielleicht für euch auch besser aussieht. Und hier ist so ein Rückblick auf The Darkness, den ersten Teil, so eine kleine Zusammenfassung. Und ja, da wird das zusammengefasst für Leute, die das nicht kennen, so wie ich. Ich kenne das auch nicht. Vielleicht hole ich das irgendwann nach, wenn ich eine PS3 habe. Mal schauen. Aber vorerst nicht. Schauen wir uns das Ganze an. Bin echt gespannt. Okay, ihr wisst ja, wie es anfing. Am Anfang war das nichts. Leere, nichts bis auf völlige Dunkelheit. Und so hat die Finsternis gewollt. Erst als Gott meinte, es werde Licht, wurde es hässlich. Erst war es harmlos. Ein Planet hier, eine Sonne da und so. Als nächstes waren da Menschen und Kühe und Zeugs. Jede Menge, überall. Natürlich, klar, die Finsternis war angepisst. Von damals an zog die Finsternis durch die Welt, in einem menschlichen Träger nach dem anderen. Jeder von ihnen dachte, er wäre ihr Meister. Aber du besitzt die Finsternis nicht. Die Finsternis besitzt dich. Vorwärts zu einem Jackie Estacado. Der Standardtyp. Null Familie, null Hoffnung, null Zukunft. Er war am Ende genau da, wo man es erwartet und ballerte Leute für die Franchetti-Familie um. Das Leben war insgesamt ziemlich düster für Jackie. Dann kam sein 21. Geburtstag. Und alles wurde noch düsterer. Ich hätte übrigens vorgestern Geburtstag, 22. Man mag glauben, ein paar Superkräfte wären ganz cool für Jackie. Naja, bei seinem Beruf als Killer und so. Und wäre da nicht dieser Dämon in ihm, käme das hin. Denn die Finsternis machte Jackie nicht nur stärker, sie machte aus ihm einen Gott. Aber nur, wenn das Licht aus war. In 0,0 war die Mafia hinter Jackie her, wollte seinen Tod. Einfach so, die New York City Mafia gegen Jackie und die Finsternis. Doch so düster es auch war für Jackie, es gab noch Licht in seinem Leben. Und ihr Name war Jenny. Diese Kids, die waren lange zusammen. Ich denke nicht, dass jemand widersprechen würde, dass sie zusammengehörten. Und das ist wohl die Tragödie daran. Die Mafia war noch hinter Jackie her. Sieht aus wie Katsuya. Der schnellste Weg, ihn zu kriegen, wäre, ihm den Sinn des Lebens zu nehmen. Jenny zu töten, war so ziemlich das Dümmste, was die Mafia tun konnte. Damit hatte Jackie nicht nur nichts mehr, wofür er lebte. Er hatte nichts mehr zu verlieren. Und die Finsternis? Jackie konnte sie viele Jahre lang unterdrücken, aber so sehr er es auch versucht, niemand kann die Nacht verhindern. Wenn er dieses Ding in sich nicht bald kontrollieren kann, wird bald nichts mehr von ihm übrig sein. Dann wird Jackie nur noch eine leere Hülle sein. Und das ist es, was die Finsternis will. Oh yeah, das war also die Story. Hört sich gut an. Hört sich echt gut an. Kurz bevor mein Vater starb, sagte er mir: Jackie, vor dem Schicksal kannst du nicht fliehen. Aber versuchen musst du es verdammt nochmal. Da war etwas in mir. Etwas Schreckliches. Und es wollte raus. Als es raus war, musste ich zusehen, wie der einzigen Person, die mir je wichtig war, der Schädel weggepustet wurde. Dann gab es mir die Macht, die Dinge gerade zu rücken. Zeug, das man sonst nur aus Albträumen kennt. Das Töten machte es nur stärker, schwerer zu kontrollieren. Doch am Ende konnte ich es begraben. Aha. Aber seitdem
sucht es nach einem Weg hinaus. Es nennt sich selbst die Finsternis. The Darkness. The Darkness. Jo, dann schauen wir uns das Ganze mal an hier. Hallo, Leute. Jackie, schön, dich zu sehen. Moin. Hi, Vinny. Wie geht's der Familie? Welcher? Hey, Jackie. Sieh dir mal die Hupen von den Brünetten rechts von dir an. Nein, nein, das andere rechts. Muss ich verarschen? Das ist links von ihm, Schwachkopf. Hey, Jackie, guck mal, sie haben ein Bild von deinem Dad aufgehängt. War ein guter Mann, dein Vater. Guter Mann. Hey, Mann, hör auf, dich hängen zu lassen. Komm schon, Boss, sie haben dir deinen Tisch fertig gemacht. Ich behaupte mal, dass nach rechts und links gucken ist dazu da, um... Die Zwillinge warten schon. Großartig. Hey, Enrico, ich um, zu gucken, ob die Steuerung invertiert werden soll oder nicht. Frankie, alles klar? Mr. Galvani, schön, dass Sie wieder in der Stadt sind. Verzeihung, wir bringen Ihnen eine neue Portion. Yo, Billy, wie geht's dir? Ja, hi. Nicht schlecht. Ja, wir haben ein Date mit Zwillingen. Die sind ja nur solche Kellnerinnen. Ach, sind gar keine Kellner. Aber okay, unser Sonderplatz hier. Hi. Bon Appetit. Bon Appetit, das ist sehr gut. Werde ich haben. Hi, Jackie. Erinnerst du dich an uns aus dem Candy Club? Na? Was Candy ist? Club, ey. Na klar tut er das. Candy Club. Vertraut mir. Ich wünschte, ich würde. Oha. Da wurde eine von den Zwillingen erschossen. Und die andere wird überfahren. Übel. Richtig übel. Ich experimentiere in letzter Zeit gerade ein bisschen mit der mit dem Mikrofon, deswegen nicht wundern, wenn es ein bisschen komisch ist. Ich bring dich hinten rum raus. Nimm du das hier. Halt uns diese Kerle vom Hals. Vinny, ich werde diese Schweine abschlachten. Oh. Jackie, komm in die Finn. Hey. Wer redet hier denn über das Essen? Oh, krass. Das ist echt übel mit dem Bein. Ich brauch was zu tun. Hey! Rico, hinter dir! Krasse Kacke, ey. Muss der Atem kommen. Sollte vielleicht schleunigst gib mir eine Minute, nachladen. Jackie. Ich habe ewig nicht trainiert. Noch welche? Okay, Boss. Nee. Ich kann die Küche von hier aus sehen. Wir können fliehen, aber du musst beide Knarren nehmen, damit ich dich stützen kann. Ja, ist gut. Okay. Ist geschafft. Es ist voll ungenau mit beiden Waffen. Oh-oh. Oh-oh. Ich rieche Gas. Beeilung, Vinny! Oh, shit. Sie sind da drin. Oh, fuck. Lern in der Hölle, Estacado! No! Krass. Direkt schon so ein Feuerwerk zum Anfang. Niemals!
Nie wieder, du Mistkerl! Ich bin deine Erlösung. Weh zum Bewegen. Provoziert ihn weiter. Du atmest noch, Westlex-Kerl! Irgendwas ist also mit unserem Vater. Na los, komm hierher! Ich hab was für dich! Gib dich mir hin, Jackie! Finsternis freilassen. Endlich kann ich mich nicht. Verdammt! Ah. Was zum Teufel ist das? Ha! Wie geil ist das denn? Schießt ruhig auf mich. Zack! Zack! Papang! Ah, regenerative Fähigkeiten bekomme ich dadurch. Jackie? Bist du das? Du hast deinen Motor zurück, was? Gerade noch rechtzeitig, oder? Ja. Ich kann nicht glauben, dass wir es geschafft haben. Ich dachte, ich wäre erledigt. Jackie, bist du okay? Ja. Was zum Teufel ist hier los, Vinny? Wer war das? Keine Ahnung, Boss. Nach der Explosion habe ich einen hinkenden Typen gesehen, der von seltsam aussehenden Kämpfen... Ja, den habe ich auch gesehen. Niemand, der mir bekannt vorkam. Wo ist dieses Stück Scheiße hin? Sie sind die Gasse runter. Der Rest unserer Leute ist vorne, damit ihr euch auf der Straße treffen könnt. Ich komme nach. Muss erst wieder zu Atem kommen. Mach sie fertig, Jackie. Yo. Der Rest von den Jungs ist auf der Straße, Boss. Geh die Straße runter und stoß zu ihnen. Zack! Zack! Oh yeah! Ich habe die Steuerung ein bisschen umgeändert, damit es passt. Die Missionsziele auf Tabulator und da hast du ein paar Kugeln, das Mausrad drücken ist kacke. Wie gefall ich dir jetzt, Arschloch? Also das habe ich auf eine Maustaste gepackt, auf eine Daumentaste. Ist auf jeden Fall besser jetzt. Space zum... Ich liebe dieses Lied, komm schon. Was zum Teufel? Jenny? Das war unsere tote Freundin. Okay. Lügen. Ah. Ja, irgendwas ist passiert. Keine Ahnung, eine große Explosion. Haben sie vermutlich noch in Kansas gemacht. Ich will noch eine... Und die erste... Exekution. Oh, krass, ey. Das ist echt hart. Ich brauch irgendeinen Gegenstand. Er hat mich! Hilfe! Bam! Das ist aber echt hart. Yes. E2 Waffen. Okay. Das ist gut. Ich will aber nur einzelne Waffen tragen. Erstmal hole ich mir dieses Teil und... Bam! Bam! Hier ist doch einer, oder? Nee. Oh. Lichter. Lichter schaden uns. Das
So, ich werde alle hier zerstören. Die, ich, wer reißt hier wen ein Stück? Von der Explosion wurden wir also ins Haus gedrückt. Und da, was ist das denn? Ich hab mich schon gefragt, wann du wieder auftauchst. Ich hab Staccato. Er ist hier drüben. Staccato? Jetzt bist du nicht mehr so hart, was? Nein! Hallo, Äffchen. Verdammt lang her. Küsschen gefällig? Ich passe. Aber danke für die Hilfe. Oh Mann. Was riecht hier so? Sag du's mir. Ich komm aus deinem Kopf. Oder hast du das schon vergessen? Komm schon, lass uns spielen. Okay. Lass uns spielen. Aha. Ich möchte aber die Pistole behalten. Ich finde Pistolen eher am geilsten. Was ist das denn? Irgendein Relikt aufgesammelt und mit der linken Shift-Taste rennen wir. Das ist schon mal klar. Okay, mein Mojo ist wohl dieses The Darkness. Koffe jetzt das Land Herzfresser. Halte eben, ja, damit sauge ich ihnen das Herz, das, die Lebenskraft aus ihrem Herzen. Und jetzt, das ist die zentrale Fähigkeit und jetzt kann man hier mit M und N durch die Talentbäume switchen. Ich finde ja das hier, dieser Baum, ganz cool. Okay. Okay, das ist interessant. Gesunde Hinrichtung, nee. Oh, das ist wiederum interessant. Okay. Aha. Das sind also so Skills hier mit diesen Tentakeln. Okay, das ist ja geil. Ah. Ja, fett. Ich glaube, ich baue diesen Baum hier aus. Aber das hier ist ja auch ganz geil. Mehr Muni ist auch immer cool. Aber das war's. Hier gehen wir erstmal raus. So. Tu mir einen Gefallen und versuch die Kiste da zu öffnen. Alles erledigt. Wie geil, ey. Oh yeah. Das bringt mir Punkte, die ich nachher verteilen kann. Finde ich gut. Was für ein Schnitt? Oh. Wo ist denn hier Licht? Was zum Teufel?
Ich hab eine Tür in der Hand. Ich komme von hinten und überrasche euch, ihr Wichser. Was mit dir? Pum, pum, pum. Wo zur Hölle sind diese Kerle, Jackie? Estacado ist hier. So. Hier ist ja überall Muni-Zeug. Naja, ich muss in die U-Bahn. So. Was ist denn jetzt los? Ah, neuer Abschnitt quasi. Ah, elfisch. Ja. Reiß ihnen die Herzen raus. Alter. Was wird denn die Polizei sagen, wenn sie hier so herzlose Leichen hier nur noch sieht? Muss die Muni echt sparen fürs Licht, ey. Und vielleicht besser zielen. Kommen welche aus ihren Zügen gekrochen? Bah! Erstmal möchte ich hier die Lichter ausmachen. Jetzt habe ich eine Schrotflinte. Naja. Oho! Lol. Ist meine Muni voll? Tatsächlich. Ich ein bisschen verbrauchen hier. So, ich schätze mal, ich muss über den Bahngleis. Wie hast du denn hier noch überlebt? Ja. Ah. Oh. Yeah. Wie geil ist das denn? Ist cool inszeniert auf jeden Fall. Schnell durchrennen. Nachladen. Ein paar tote Dinge. Wow.
Er uriniert auf die Leichen meiner Gegner. Ist cool, ist cool, ist cool. Du bist tot. Das letzte, was du siehst. Er zieht mich mit sich. Holt von seinem Kopf weg. Ja, cool. So schnell geht das. Oh, das ist Jenny schon wieder. Fuck! Nein, der Wirt darf nicht sterben. Was ist denn jetzt los, ey? What the fuck? Wo sind wir? Wo zum Henker bin ich? Krankenhaus? Sieht eher nach einem Gefängnis aus. Okay. Nimm an, du würdest in einem großen Haus leben und Bücher besitzen. Ich meine, andere Idioten könnten mit Rasenmäher am Nordpol wohnen. Aber das heißt gar nichts. Okay, in Irrenanstalt. Johnny? Johnny Powell? Was hast du hier verloren? Und wo zum Teufel sind wir? Lass dummes Zeug in deinen Kopf und alles ist durcheinander und seltsam und die Leute denken, du wärst verrückt. Okay. Ich lass dich lieber hier. Hallo. Tony, was ist passiert? Hast du die Typen gefunden, die uns ermorden wollten? Manchmal erkenne ich den Unterschied zwischen Obst und Gemüse nicht. Ach Gott, wo bin ich hier? Ich muss hier irgendwie raus. Ich mag Trauben. Oh Mann. Ich mag keine Bohnen. Aber. Ist das übel. Bist der Tod. Das ist echt extremst brutal. Das für eine Scheiße. Extremst. Jackie, hier drüben. Himmel, Jackie. Wir dachten, du wärst tot. Was ist da passiert? Da ist ja Fat Tony wieder. Aber in unserer realen Welt quasi. Ich hab mich um alles gekümmert. Wie immer. Was ist denn hier los, Tony? Wenn ich das nur wüsste, Boss. Wir müssen hier verschwinden. Du nimmst deine Limo, ich fahr bei Vinny mit. Er hat ein paar Rippen angeknackst, aber ist okay. Vinny ist der, der uns mitgezogen hat, ne? Wahrscheinlich. Das erste Mal, wenn du die Finsternis benutzt, erschreckt sie dich. Aber hast du sie erst gekostet, willst du immer mehr. Du denkst an nichts anderes. Wie gesagt, sie verschlingt dich. Jede Sekunde an jedem Tag in den letzten 2 Jahren habe ich mich kontrolliert. Ich biss die Zähne zusammen und hielt sie begraben. Jetzt ist sie zurück. Ich kann fühlen, was sie mit mir macht. Tja, die Nummer mit den Zwillingen lief wohl nicht ganz wie erhofft. Schön, dass alles klar ist, Benny. Hast du eine Ahnung, wer das war? Weiß nicht, ich habe einen merkwürdigen Kerl gesehen. Hat gehumpelt. Das war irre. Eine Minute ist er da, die nächste ist der Scheißtyp einfach weg. Ich weiß nicht, ich habe mir wohl den Kopf gestoßen oder so. Jimmy hat eine Spur zu den Jungs, die uns überfallen haben. Gut, ich zieh mich um. Diese Arschlöcher haben meinen Anzug ruiniert. Sag Jimmy, er soll in mein Büro kommen. Ja, sicher, was immer du brauchst, Jackie. Jo, Jimmy und Jackie sind auf jeden Fall ein gutes Duo. Hallo. Nicht nur in diesem Spiel. Aber ich werde das hier erstmal pausieren. Das war der erste Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war The Darkness 2. Wir sehen uns im nächsten Part wieder.